Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu meiner Vorschau zum WWE SummerSlam 2023 oder sollte ich lieber sagen Rematch Slam, denn leider sind die ein oder anderen Matches, die hier auf der Karte stehen, Rematches von Sachen, die wir halt immer schon gesehen haben. Trotz allem wird es, glaube ich, ganz cool. Wir haben also riesen Hype für den SummerSlam. Und bevor wir anfangen, erstmal nochmal die Info, dass es ab morgen um 10 kostenlosen Versand bei Neosubs gibt. Ihr könnt euch also eindecken mit den besten Proteinen und Boostern und was ihr nicht noch alles braucht. Besorgt euch die Flavor Bombs auf jeden Fall. Da könnt ihr Quark und Joghurt und so richtig lecker machen. Und natürlich Gutscheincode Martin nochmal 10% obendrauf, Freunde. Also gönnt euch das passend zum SummerSlam nochmal eindecken. So, also wir starten mal durch hier. Wie sieht denn die Card aus? Naja, also wie gesagt, viele Rematches, aber wir haben erstmal noch eine Battle Royale. So, was machen wir mit der Battle Royale? Nix. Was ist aus der Battle Royale? Kriegt man damit einen WWE-Titel oder so? Nö. Es ist einfach nur eine Battle Royale, um irgendwie noch LA Knight mit auf die Karte zu kriegen. Yeah! Denn LA Knight hat kein Match und der ist aber übelst im Hype gerade. Also muss man irgendwas machen, damit der noch mit drauf ist. Schnell eine Fehde basteln ist vielleicht auch doof. Also hier komm, denn schmeiß einfach alle irgendwie eine Battle Royale zusammen. Ist sowieso scheißegal. Ja. Ich denke mal, hier wird dann auch LA Knight sich den Sieg holen, damit man den hier schon mal noch einen Feel-Good-Moment hat am Anfang. Aber ja, ist eigentlich auch leider belanglos. Hätte man was draus machen können, aber naja. So, dann haben wir Ronda Rousey gegen Shayna Baszler. Finde ich sehr, sehr nice. Denn zwei Sachen. Zum einen, die beiden sind schon ewig lang befreundet und das ist sogar eine Real-Life, also es ist jetzt keine Real-Life-Story gegeneinander. Aber die sind im Real Life ewig schon befreundet. Das heißt, die haben schon MMA zusammen gemacht und so. Und dann kann man das natürlich auch im Wrestling mit hier rüberbringen. Und das Ding ist hier auch, das ist die zweite Sache, ein MMA Rules Match. Das heißt, das ist hier kein klassisches Wrestling Match, sondern ein MMA Match. Das ist übelst geil. Also ich freue mich da richtig drauf. Klar werden die das schon wrestlingmäßig so ein bisschen weischt. Aber ja, ich finde es sehr, sehr nice. Vor allen Dingen, weil die sich da dann ordentlichst auf die Fresse hauen. Ich hoffe auch, dass sie das auch wirklich machen. Also nicht nur so ein bisschen das Verbinden Wrestling und MMA, sondern wirklich sagen, nee, lass mal voll durchziehen hier einfach. Ich glaube, für die Wrestling-Zuschauer vielleicht manchmal so ein bisschen Schock, kommt drauf an, wie brutal das hier wird, aber kann nice werden. Also ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das einzige Schade, die in dieser Geschichte hier mit dabei ist, was hier mitschwingt, ist halt einfach, dass Ronda wahrscheinlich nach dem SummerSlam dann die WWE erstmal verlassen wird. Das finde ich halt ein bisschen schade, deswegen wäre es doof, wenn sie dann auch den Sieg hier bekommt. Für was, bitteschön? Also sollte man hier Shayna Baszler auf jeden Fall dann dementsprechend stark aussehen lassen, sie auch gewinnen lassen und so. Aber ja, ich hoffe eigentlich, dass Ronda nicht geht, weil die ist nicht scheiße. Ne, kann man machen. Außer sie geht zurück zur UFC, dann von mir aus, weil dann sieht man sie da ja auch, dann ist ja auch in Ordnung. So, dann haben wir Logan Paul gegen Ricochet. Auch ein Match, wo ich mich extremst drauf freue. Denn die beiden sind spotty as fuck, Ricochet und beide haben einfach so einen krassen, coolen Highfly-Stil drauf, wenn sie wollen. Das ist nice. Das wird Logan Paul mal wieder einfach zeigen oder den Zuschauern zeigen, dass Logan Paul einfach richtig geil ist und richtig kranken, coolen Stuff machen kann. Ja, vielleicht wiederholen sie den Spot nochmal, den sie bei Money in the Bank Match verkackt haben. Aber ja, ich glaube, es wird geil. Das wird ein richtig spottyhaftes, drecks, ekelhaftes, aber geiles, nice anzusehendes Flippy-Match. Ja, wer gewinnt, ist eigentlich schwierig zu sagen. Ich würde eher Logan Paul sagen, weil der ja dann doch von den beiden leider eher als der Megastar aufgebaut wird. Ja, würde ich also dann doch eher setzen. Allerdings hatte er halt schon ein Match gegen Rollins. Er hatte schon ein Match gegen Reigns. Also, wo willst du dann mit nach seinem Sieg hin mit ihm? Ist halt auch irgendwie komisch. Da wäre theoretisch ein Ricochet-Sieg eigentlich sinnvoller, aber wenn man sich die letzten Jahre Ricochet anguckt, dann glaube ich nicht, dass sie jetzt auf einmal auf die Idee kommen, ihn groß zu pushen, auch wenn er es verdient hätte. Weiter geht's mit dem Intercontinental Championship Match zwischen Gunther und Drew McIntyre. Ist natürlich alles schon wieder sehr geil, ist halt auch Hard-Hitting und so, auch das Match wird wieder extrem nice werden. Ja, es geht um den Titel, das finde ich halt super schwierig, weil irgendwie glaube ich nicht,
dass sie Gunther den Titel abnehmen, denn der kann noch den ein oder anderen Rekord in der nächsten Zeit holen und ich glaube, das werden sie noch aushalten. Deswegen hier und da, glaube ich, kann man da noch ein bisschen warten. Vielleicht endet das Match einfach nicht clean, dass es hier irgendwie so ein Countout oder Disqualifikationsscheiß geben wird oder sowas, dass der Titel halt quasi nicht wechselt, dass aber trotzdem Drew McIntyre hier gewinnt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten, ja, McIntyre den Titel zu geben, wozu? Wozu so richtig? Keine Ahnung, ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen. Dafür ist der Gunther-Hype einfach aktuell zu groß. Ja, das Einzige, was schade ist, dass wir nicht Gunther gegen Lesnar gekriegt haben. Das war ja eigentlich das Gerücht mal hier für den SummerSlam. Aber vielleicht nächstes Jahr WrestleMania wäre auf jeden Fall lecker. Ich tippe, Gunther bleibt Champion, auch wenn vielleicht Drew McIntyre offiziell gewinnt, aber ich glaube, er bleibt Champion. So, weiter geht's mit dem Women's Title Match. Asuka gegen Charlotte Flair gegen Bianca Belair. Alle haben irgendwie ein Anrecht drauf oder auch nicht, denn ja, Charlotte hat einfach nur das Anrecht dafür, dass sie halt immer da ist und immer Titelmatches kriegt. Und der Rest ist halt wieder mal ein Rückmatch. Also ist ja schön, dass sie zumindest Charlotte reingeschmissen haben, damit wir nicht schon wieder ein Rückmatch kriegen. Ja, aber an sich glaube ich auch hier ein Titelwechsel wäre auch irgendwie sinnlos. Dann hätte man das alles in vornherein nicht machen müssen mit der Titelwechslerei. Deswegen, ja, Asuka bleibt Champion, ist schon alles cool, wird ein cooles Match. Ich glaube, da kann man was draus reißen. Dann leider Rhea Ripley, kein Match, keine Ahnung. Es gibt keinen Titel um den anderen Women's, keinen anderen Women's Titel Match. Es gibt kein US-Titel Match. Was ist da los? Keine Ahnung, ist halt so, ne? Man macht das US-Titel Match lieber bei SmackDown, weil darum finde ich komisch. Aber gut, wir wollen ja auch die Weeklies dementsprechend hypen, deswegen macht man das so. Dann zu den Hauptmatches. Wir haben Seth freaking Rollins gegen Finn Balor um den World Title. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, der Titel wird wechseln zu Finn Balor. Denn erstens, Seth Rollins ist nicht ganz so fit aktuell. Zweitens, wir haben die Judgment Day Storyline, das heißt Judgment Day kann hier schon wieder mal ordentlich eingreifen und so weiter. Und drittens, Balor hat schon mal beim SummerSlam gegen Seth Rollins um den Titel gewonnen. Das heißt, das könnte man zu einer Sache machen. Wäre also gar nicht so verkehrt. Und dazu kommt halt auch noch die Tatsache, dass Damian Priest als Judgment Day Mitglied Mr. Money in the Bank wäre. Wäre er noch mal krasser, wenn Finn Balor als ebenfalls Judgment Day Mitglied halt Champion wäre. Dann müsstest du halt da irgendwie gucken, wie du eincashst. In der letzten Zeit haben sie ja nur versucht, sich gegenseitig da irgendwie reinzuquasseln. Aber jetzt geht es halt wirklich um den Titel. Also ich glaube, das könnte man nochmal weiter halten, indem man wirklich jetzt den Hype rund um Judgment Day wirklich krass aufbaut. Und wir haben Rhea Ripley als Women's Champion, Dominik als North American Champion bei NXT, Damian Priest als Mr. Money in the Bank und Finn Balor als World Heavyweight Champion. Wäre ja gar nicht so verkehrt. So, dann, also das ist mein Tipp. Finn Balor wird Champion. Dann geht's weiter. Cody Rhodes gegen Brock Lesnar. Schon wieder. Weil, darum und so. Naja, gut. Hier hätte man vielleicht irgendwie noch ein bisschen was draus bauen können, weil wir hatten schon das Match. Dann hatten wir schon das Match. Und jetzt haben wir es wieder. Also irgendwie, erst hat Lesnar gewonnen, dann hat Cody gewonnen. Jetzt finde ich, anstatt wir nochmal das Match sehen, wäre es ja nicht schlecht, wenn wir jetzt irgendwie eine Stipulation hätten. So, keine Ahnung. Irgendwas. Weiß ich nicht. Ein Wettrennen. Weil es in Detroit ist und so, ne? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Jetzt haben wir aber ein normales Match. Okay, ist halt dann das Best of Three Series Match, das Finale. Was dann auch hoffentlich dabei bleibt. Normalerweise, wenn Cody gewinnt, ja cool, kann er ja Roman Reigns versuchen. Und wenn Lesnar gewinnt, ja, kann er ja gegen Roman Reigns versuchen. Jetzt sind aber beide bei Raw. Das heißt, es geht eigentlich um den World Title von dann, meiner Meinung nach, von Balor. Das heißt, wenn Cody hier gewinnt, kann er danach gegen Balor fäden. Wenn Lesnar hier gewinnt, kann er danach gegen Balor fäden. Cody und Balor hatten aber schon in den Weeklies ein paar Mal, was ich dann auch wieder dumm finde. Das heißt, in dieser Prämisse müsste Brock Lesnar gewinnen, damit der dann beim nächsten Pay-Per-View
auf den World Title gehen könnte. Theoretisch. Oder man denkt sich was ganz Neues aus und bringt hier irgendeine coole Aktion. Denn es gibt ja noch ein paar Leute, die nicht eingesetzt werden, wie so ein Bray Wyatt oder so. Denn wir haben ja immer noch den SummerSlam. Ich würde gerne beim SummerSlam irgendwas Großes machen. Irgendein Comeback, irgendeine Sache, worüber man nächsten Tag reden kann. Außerhalb des World Title Siegs von Finn Balor. Das heißt, hier könnte man vielleicht irgendeinen Eingriff machen. Keine Ahnung, Bray Wyatt attackiert den Sieger. Von mir aus Cody. Cody gewinnt, Bray Wyatt attackiert ihn, damit wir danach eine Cody-Fehde haben, die nicht um den World Title geht. Und Lesnar erstmal wieder in der Versenkung verschwinden kann. Das ist halt so das, was es eigentlich braucht. Weil ansonsten müsste Cody danach direkt wieder auf den World Title gehen. Warum noch nicht? Ist ja sein Ziel. Aber so könnte man Cody zumindest erstmal bis WrestleMania noch ein bisschen beschäftigen. Oder zumindest für die nächste Zeit. Deswegen würde ich da eigentlich gerne irgendwas einbauen. Ja. Und dann haben wir noch das Tribal Combat Match. Was eigentlich bloß ein Hardcore-Match ist. Extreme Rules-Match, wie auch immer ihr es nennen wollt. Roman Reigns gegen Jey Uso und es geht um den Undisputed WWE Universal Championship. Die Fehde oder die ganze Story mit der Bloodline ist einfach so genial gewesen. Von Anfang an bis jetzt hier bis zum Höhepunkt theoretisch. Es ist einfach eine hammergeile Fehde gewesen. Jetzt so langsam reicht's auch. Ne? Ist cool, aber so langsam reicht's. Wie lange man das also noch ziehen wird, ist fraglich. Denn wird Jey Uso nach dieser Regentschaft Roman Reigns besiegen? Hell no! Ich glaube nicht. Denn wenn er ihn besiegt, ja auch wieder, es darf keinen Titelwechsel geben. Also meiner Meinung nach. Weil Jey Uso nach diesem Run von Reigns als Hauptchampion, als derjenige, der Reigns besiegt, finde ich irgendwie nicht so geil. Also hype mich nicht so krass. Jey Uso ist gut, aber ja, weiß ich nicht. Also da sehe ich eigentlich schon wen anders, den man dann da eher bringen kann. Es müsste langsam passieren. SummerSlam wäre gut dafür. Aber ja, hier könnte man einen Cash-In machen. Auch da muss ich sagen, weil wenn Jey Uso, Jimmy Uso noch draufpelzen und so weiter und Solo vielleicht auch irgendwie gegen ihn turnt oder sonst was, dann könnte man das in irgendeiner Form bringen, dass es dann den Cash-In von Damian Priest gibt. Sehe ich aber, um ehrlich zu sein, auch nicht. Weil Damian Priest als Universal Undisputed Super Champion finde ich auch schwierig. Also aktuell gefällt mir das alles nicht. Deswegen glaube ich, Roman Reigns bleibt Champion und danach muss noch irgendwas passieren. Jetzt gibt es Gerüchte oder jetzt gibt es einige Leute, die schon gesagt haben, wie wäre es denn mit The Rock? Denn das Match wollen wir ja schon ewig haben. Aber ein The Rock gegen Roman Reigns Match ist ja eigentlich so ein WrestleMania-Ding. Das könnte man zu WrestleMania bringen. Aber da ja aktuell Streit in Hollywood ist, könnte man The Rock vielleicht doch irgendwie gerade kriegen. Denn es ist ja aktuell ein Problem in Hollywood. So, das wäre ja eine Möglichkeit. Aber ich tippe immer noch auf Randy Orton. Randy Orton muss hier zurückkommen, muss Roman Reigns herausfordern und ihm dann den Titel abnehmen. Nicht heute, aber also nicht beim SummerSlam, aber dann halt da. Dass irgendwie sowas muss kommen. Randy wäre nice. Randy wäre auch in der Cody-Geschichte geil. Aber hier wäre es schon richtig nice. Also, weil Randy hat oft uns aus langen Regentschaften befreit. War oft schon Champion und so. Den kannst du jederzeit bringen. Hat oft schon unbesiegbare Champions besiegt. Deswegen, ich finde es nicht schlecht. Also, Randy, finde ich, kann man machen. Ja, aber erst einmal Roman Reigns verteidigt. Und dann kommt The Rock oder Randy oder Bray Wyatt oder keine Ahnung. Irgendwas muss hier passieren. Wie gesagt, in irgendeiner Situation möchte ich was richtig Schönes haben. Irgendein Comeback, irgendwas wäre nett. Jo, Freunde, soweit erstmal mein Eindruck zu SummerSlam. Schreib mir gerne deinen in die Kommentare. Ansonsten Like, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden, denn da gibt es weitere Review-Videos für dich um die Weeklies. Dann quatschen wir da natürlich auch noch drüber. Und ja, ich wünsche euch was. Macht nicht mehr so dolle. Haut rein und ciao.